Geh einfach nicht hin. Hallo Leute, heute ist mein allerletzter Ferientag. Ich hab Bock wieder Schule. Ich hab zero Motivation, da morgen hinzugehen. Nee, ich gehe einfach nicht hin. Und ich war heute extrem faul. Ich war heute nur die ganze Zeit am Strand. Ich hab da so rum und ich habe alles aufgeschoben bis jetzt. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehe. Ich denke, das wird morgen so eine spontane Nummer und ich bin da irgendwas schnell raus. Ich werde jetzt mich gerade erstmal duschen und Haare waschen nach dem Strand. Und ich muss jetzt noch mein Zimmer aufräumen, weil... Was ist das? Also, ich möchte ja nichts sagen, aber mein Schreibtisch, der war mal aufgeräumt. Sieht so Horror aus. Ja, hallo, guten Tag. Bin ich hier bei der Putzkolonne? Ja, können Sie bitte vorbeikommen? Ja, danke. Ich schaue jetzt trotzdem mal, was ich morgen potenziell anziehen könnte, damit ich da nicht komplett lost stehe, weil ich wollte auch einmal pünktlich sein in meinem Leben. Ich war jedes Mal zu spät, also das sind auch so Eltern, die bringen ihre Kinder zum Kindergarten und die kennen mich schon, weil der Kindergarten fängt jetzt später an. Und dann denken die immer so, ja, da kommt wieder die Mavi, diesmal wieder 10 Minuten zu spät. Aber egal, ich gebe euch jetzt einen Haul, weil ich war auch in der Stadt und ich habe so ein paar Back-to-School-Sachen geshoppt. Also... Einmal diesen Rock, den fand ich cool, weil das ist so ein längerer Rock und wenn es jetzt ein bisschen kälter wird und auch für die Schule fand ich ihn schön, der ist aus so einem hellen Jeans und der hat hier halt noch so einen Schlitz, seht ihr, das ist halt ein Rock und ich habe noch nie so einen Maxi-Jeans-Rock gehabt, das ist echt cool. Dann ein Kleid, das hat sich unbedingt für Back to School oder kann man das in der Schule anziehen, aber das fand ich trotzdem schön, das war im Sale, das ist so ein ganz langes weißes Kleid, das hatte ich hier hinten noch so ein bisschen offen. Aber das ist mehr so ein casual Look. Also es hat wie so Topträger hier noch und es ist aus so einem schönen Stoff. Guck mal. Dann den Body hier. Der ist auf einer Seite auf Schulter. Wartet. Noch so ein bisschen zusammengezogen. So einen weißen fand ich eigentlich auch cool zu Jeans. Und hier, das finde ich nice, weil da kommt so eine Hose aus einer Hose raus. Das ist wie so eine Anzugshose und dann kommt da wie noch so eine Boxershorts raus. Das fand ich irgendwie nice. So einem schönen dunkelblau. Das ist das schwarz, dunkelblau. Und dann habe ich noch das hier. Der wird größer, wenn den Anzug. Das ist so ein schwarzer Body. Auch von... Das hier war alles von Bershka. Nur der Body und der Rockband von Stradivarius, falls euch das interessiert, weil ihr es irgendwie nachshoppen wollt. Das ist von Pull&Bear tatsächlich. Erinnert mich wie so ein Top bei Urban Outfitters, aber das kann man auch zum Sport anziehen, fand ich. Und dann, das hier ist auch ein Pull&Bear, das war cool, weil das sind so zwei Tops in einem. Also, sieht so aus, hat man dann noch so ein weißes Top drunter. Und dann habe ich noch von Stradivarius den Body hier. Einfach so einen weißen mit den Spaghetti-Trägern. Und das Kleid, weil das fand ich extrem cool. Das ist nämlich ein Kleid mit einer Kapuze dran. Ich liebe alles mit einer Kapuze. Und das hat hier noch so was Zusammengezogenes. Guckt, hier ist der Hoodie noch. Und das war mein Back-to-School-Haul. Aber jetzt habe ich noch mehr Chaos gemacht hier mit meinen Sachen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und räumen mein Zimmer auf. So, ich fange mit dem Bad an, weil wie ihr seht, das ist der größte Horror. Ich weiß nicht, wer eine einzige Person hier so viel Chaos machen kann, aber selbst hier liegen meine Klamotten. Ja, genau. Selbst hier liegen meine Klamotten auf dem Boden und so kann ich mich hier nie fertig machen. Deshalb fange ich mal an mit dem Waschtisch und räume das alles auf. So, geputzt habe ich jetzt nicht noch, aber ich habe jetzt hier aufgeräumt. Ich weiß, stehen trotzdem noch viele Sachen rum, aber die brauche ich immer. Und dann kann ich wenigstens hier morgen mal was ablegen auf meinem Waschtisch. Let's go.
fertig, alles jetzt aufgeräumt und clean für morgen. Ich habe jetzt hier alles schön geguckt, alles ready. Und mein Bett ist gemacht. Hier ist mein Schminktisch. Da habe ich mir auch schon alles rausgelegt für morgen. Alles ist vorbereitet. Ich habe hier meine zwei Mäppchen. Ich habe das hier von Amazon und das von Stradivarius. Und da habe ich jetzt diese Pins drin gemacht mit den Katzen. Weil guckt mal, ich muss meine alte Schultasche mitnehmen. Die hier. Weil die andere, die war so schlecht von der Qualität. Ich habe da ein Buch reingetan, die ist kaputt gegangen. Da hat ein Loch drin. Jetzt schicke ich das um. Das geht ja so nicht. Und jetzt muss ich gucken, ob ich irgendeine andere Tasche finde. Und bis ich die gefunden habe, nehme ich nochmal die hier mit. Und dann packe ich da alles rein heute. Ich habe ja auch schon meine Uhr angesteckt, die lädt schon. Weil ich nehme in der Schule immer meine Uhr mit, meine Apple Watch. Da muss ich dann meine Haare machen. Muss ich noch was reinsprühen und die noch kämmen. Und ich habe jetzt hier auch meinen Kleiderschrank wieder ordentlich. Guckt, alles aufgehangen. Mein Bad, habe ich ja schon gezeigt. Und hier sind übrigens meine neuen Schuhe, habe ich euch die schon gezeigt. Vielleicht ziehe ich die morgen sogar an. Ich finde die voll cool. Das sind Adidas Gazelle heißen die. Und die haben so drei Sohlen. Und das will ich nicht darauf scharf stellen. Aber das ist voll cool. Da haben die so ein bisschen Plateau. Und die würden sogar zu meiner Tasche passen. Aber ich guck mal. Und jetzt gibt es erstmal Abendessen. Ich kann euch nicht vorstellen, wie Hunger ich habe. Guckt mal, heute ist noch nicht Pizza Sonntag, sondern Pizza Donnerstag jetzt. Aber wir hatten alle Bock auf Pizza nach dem Strand. Und ja, ich esse Ananas auf meiner Pizza. Das ist super lecker und ihr könnt mir da nichts anderes erzählen. Oh, das darf jetzt hier nicht runterfallen. Ah, so viel Gemüse drauf. So, ich habe gegessen und ich habe mich umgezogen, meinen Schlafanzug schon an. Boah, es wird jetzt so früh dunkel. Ich habe jetzt einfach hier schon meine LED-Leiste angemacht, finde das sah jetzt schöner aus. Und wir haben den Stundenplan bekommen. Was haben wir denn Montag so? Ja, montags fängt schon mit Doppelstunde Mathe an. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir haben eh bis jeden Tag bis 16 Uhr, also ist eigentlich scheißegal. Meine Haare muss ich jetzt noch machen. Also ich mache immer mit so einer Lockennudel über Nacht Locken. Da muss ich nicht morgens extra nur einen Lockenstab machen. Aber die sind jetzt hier hinten noch nass. Also das sieht man jetzt nicht so wirklich, weil die sind hier noch feucht. Und das würde über Nacht nicht trocknen in meinen Haaren. Das weiß ich jetzt schon. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen so ein Serum rein. Aber dann haben die mehr Grip, wenn ich die gleich aufdrehe. Wenn die so frisch gewaschen sind, sind die so soft und weich. Und dann halten die Locken daran nicht so lange. Ich glaube, ich föhne die jetzt mal. Aber davor wollte ich noch kurz was zeigen, weil ich bin jetzt schon immer in Weihnachtsstimmung. Morgen ist so 1. September und ich überspringe einfach immer den Herbst und dann höre ich schon Weihnachtslieder mir an. Und ich habe jetzt einfach meinen eigenen Adventskalender, mein eigenes Adventskalenderbuch. Kennt ihr noch diese Bücher von früher, die man immer so auftrennen konnte, so die Seiten? Das gab es auch immer von den drei Ausrufezeichen und von den drei Fragezeichen. Und ich hatte die jedes Mal, das war mein Highlight im Dezember. Und ich will das schon immer haben, so ein eigenes Adventskalenderbuch. Und jetzt zeige ich das mal hier ein bisschen näher. Da findet ihr ganz viele Rezepte drin und DIYs, einfach jeden Tag so ein paar coole Sachen. Dann geht die Zeit bis Weihnachten schneller um. Und ich habe ja schon ein paar aufgetrennt. Könnt ihr dann hier immer, ich mache das jetzt immer vor, könnt ihr dann hier mal so aufreißen. Oh, und ja, ganz, ganz süß gemacht, finde ich. Und es hat so Spaß gemacht, das zu machen, immer die Rezepte rauszusuchen und so und die DIYs zu planen. Und ich hoffe, es gefällt euch, was ich da fabriziert habe. Das könnt ihr überall kaufen, wo es Bücher gibt und natürlich auch auf Amazon. Und ja, bin richtig happy damit und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und es sind ganz viele coole Weihnachtsbilder von mir drin. Jetzt eigentlich trocken. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich habe eine Haarnudel genommen und ich trainiere jetzt mit euch zusammen auf. Ich habe übrigens gar keine Lust auf morgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann in diesem Video hier erwähnt habe. Ich glaube, das wird sehr chaotisch erstmal. Also die haben uns versprochen, wir bekommen unsere iPads direkt am ersten Schultag. Letztes Jahr war das, dass wir es in der Woche danach erst bekommen haben, in der nächsten Woche, das würde ich sagen. Und ich glaube, es wird diesmal auch genauso wieder sein. Also ich glaube nicht, dass wir es morgen schon bekommen. Ich suche mir mal so eine Sache aus, die ich dann so hinarbeite mit der Schule, wisst ihr? Zum Beispiel jetzt Weihnachten. Denke ich, die muss nur bis Weihnachten kommen, danach geht es weiter. Ein Step nach dem anderen. Aber wir haben auch dieses Jahr die Abschlussprüfungen, vor denen habe ich halt ein bisschen Angst.
uns wurde gesagt, dass 6 neue Schüler in unsere Klasse kommen. Also irgendwie zwei neue Jungs und 4 neue Mädchen. Bin mal sehr gespannt, ob das auch so wird. Also ich mag es immer eigentlich, wenn neue Leute kommen. Dann kann man mal gucken, ob man da irgendwie noch ein paar Freunde findet oder so. War eigentlich unsere Klasse sogar so eigentlich schon ganz gut, finde ich. Also ich finde sie auf jeden Fall besser als in Deutschland. Wir sind jetzt auch nicht so eine große Klasse. Ich glaube, in Deutschland waren wir 35 Leute. Das war riesig. Wie gesagt, zu unseren Klassen. Ich glaube, wir waren letztes Jahr nur 21 oder so. Und ich freue mich jetzt schon auf die Klassenfahrt. Also wir haben ja dieses Jahr eine Klassenfahrt gemacht nach Barcelona. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr auch wieder eine. Ich hoffe, wir fahren auch wieder in den Freizeitpark. Fand ich schon gut so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die gut aussehen, wenn die ins Bett gehen. Manche Leute gehen einfach so ins Bett mit ihren Haaren offen und Skincare, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich mache auch immer mein Make-up ab, egal wie spät es ist. So, wenn ich ganz spät nach Hause komme, so manchmal, wenn wir auf so Geburtstagspartys waren, so 3 Uhr nachts oder so, Skincare, Haare aufdrehen. Okay, ich bin fertig. Das ist der neue Look, Leute. Wie findet ihr das? Bei mir finde ich die Haare passt zu meinem Schlafanzug. Jetzt mache ich hier den Clip noch raus. Und dann hoffen wir, dass das gut wird für morgen. Ich zeige euch jetzt noch mal einen altbewährten Trick, wenn ihr euren Stundenplan noch nicht auswendig könnt. Ich mache mir immer so ein Widget auf mein Handy. Also ich habe zum Beispiel auch hier so Widgets. Seht ihr das große da? Und dann gehe ich mal auf Widgetsmith. Guckt, dann könnt ihr hier einfach euren Stundenplan auswählen. Jetzt schaut es nicht scharf. Geht ihr auf Save. Und dann, bam, guckt, ist es da oben. Jetzt stell doch einmal in meinem Leben scharf. Es ist da oben und ich habe das früher mal ganz als Hintergrundbild gemacht, aber da hat mich dann ein bisschen deprimiert, das immer so zu sehen. Auf meinem iPad mache ich es meistens als mein Hintergrundbild. Aber so habe ich dann auch auf meinem Handy. Ich glaube, ich schminke mich jetzt mal ab und dann putze ich meine Zähne und dann gehe ich ein bisschen früher ins Bett, weil ich morgen echt früh aufstehen muss und mein Schlafrock muss ein bisschen im Arsch. Und ich muss jetzt mal schnell schlafen gehen, damit ich morgen überhaupt aus dem Bett komme. Und ich glaube, ich vlogge meinen ersten Schultag aber eh für euch mit. Also das werdet ihr dann auch alles sehen, wie das so morgen läuft. Und ja, ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Ich hoffe. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach nur unten auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann seid ihr in der Barbie-Family. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Bye, bye. Und wünscht mir Glück für morgen. Angst. Tschüss.